Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Sing meinen Song, das Tauschkonzertbox, alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sing meinen Song, das Tauschkonzert, Volume 6. So sieht das Ganze aus. Wir werden die Box mal aus der Folie holen und uns das Ganze im Detail ansehen. So, dafür schneiden wir hier mal auf. Jawohl, also, so sieht das aus. Sing meinen Song, das Tauschkonzert steht hier. Volume 6 ist das Ganze, das ist hier nicht vermerkt. Und diese Box ist gestern am 24. Mai 2019 erschienen. Hier links unten haben wir noch einen FSK-Hinweis, FSK 0. Also, wir haben hier noch eine DVD dabei. Das Ganze wurde hier mit einem Sticker gelöst. Das heißt, man kann ihn hier gut abmachen. Jawohl. So. Wir haben hier die Herrschaften und die beiden Frauen, die an diesem Tauschkonzert hier mitgewirkt haben. Also 5 Männer und 2 Frauen waren daran beteiligt. Und hier haben wir die Interpreten aufgelistet. Also einmal Michael Patrick Kelly, Vincent Weiss, Jeanette Biedermann, Alvaro Soler, Milo, Johannes Oerding und Jennifer Haben. Die haben hier wohl mitten auf einem Strand Platz genommen, hier im Sand auf dieser braunen Couch. Hier unten haben wir die Credits und einen Barcode. Auf der rechten Seite lesen wir Sing meinen Song. Und dann haben wir hier oben noch ein Mikrofon, das ja wohl das Logo von Sing meinen Song, das Tauschkonzert sein dürfte. Und auf der Rückseite haben wir dann auch nochmal die Protagonisten dieser Show. Aber hier springen sie alle in die Luft. Ja, also das ist schon enorm, wie hoch dieser Mann hier springen kann. Respekt dafür. Das Ganze ist in einer Klappbox, bedeutet hier auf der Seite geht das dann auf. Wir haben hier einmal die DVD, der wir auch diesen FSK 0 Hinweis zu verdanken haben. Hier auf dem Cover wurde das dann mit einem Druck gelöst, nicht aufgeklebt. Dann haben wir hier einen Bluetooth Speaker. Das Album an sich, 7 Postkarten, ein Fanbuch und ein Poster. So, von innen die Box glatt weiß. Packen wir mal zur Seite. Na. So, aber jetzt. Also, Box zur Seite. Und wir starten wie immer mit dem Album an sich. Und dieses ist, wie wir sehen können, noch in Folie eingeschweißt. Also, werden wir auch diese Folie mal entfernen. Hier lesen wir noch mit allen Tauschsongs aus der TV-Show. Gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal hier aufschneiden, wenn es funktioniert. Ah ja, hier unten ist das Ganze gut zu machen. So, das Ganze ist ja eine Sendung auf Vox, soweit ich weiß. Und das Prinzip dieser Show ist es eben, dass die jeweiligen Künstler hier Songs zur Verfügung stellen, die von anderen dann gesungen und auch neu interpretiert werden können. Und natürlich, dass sie dasselbe dann auch umgekehrt machen. Also, Sing meinen Song, das Tauschkonzert, hier vom Cover her ident, wie auch schon die Box. Nur das ist dazugekommen mit allen Tauschsongs aus der TV-Show und Volume 6 Deluxe lesen wir hier noch. Das Ganze kommt in einem Digipack. Hier lesen wir auch nochmal. So sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 21 Tracks auf CD1 und dann haben wir noch 22 Tracks auf CD2. Damit kommen wir auf insgesamt 43 Tracks. Das ist echt eine ganze Menge. Und nachdem das ja 7 Personen sind, die daran beteiligt sind,
gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass jeder so ungefähr 6 Tracks beigesteuert hat. Dann wären wir auf 42. Somit ergibt sich das dann mit 43 nahezu perfekt. Dann haben wir unten noch die Credits und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier nochmal die Couch hier mit den Herrschaften abgebildet. Da scheint eine Menge Spaß vorhanden zu sein. So, als erstes kommen wir zum Booklet. Machen wir mal auf das Ganze. Okay, also nicht nur am Strand gewesen, sondern auch hier in den umliegenden Dünen unterwegs. Dann haben wir hier den ersten im Detail. Okay. Alles klar. Also, hier steht dann auch, beschreibe, sing mir einen Song in 3 Worten. Und hier dann handschriftlich steht hier, es ist echt. Ich nehme mal an, dass das sein Zitat ist. Also, Herr Kelly wurde hier gefragt, wie er das beschreiben würde. Und er sagt eben, es ist echt. Dann haben wir hier Vincent Weiss. Was sagt er hier? Einzigartige, unvergessliche Erfahrung. Weitere Aufnahmen. Dann Jeanette Biedermann. Was sagt sie? Die beste Zeit. Alvaro Soler. Was sagt er hier? Aufregend, berührend, unvergesslich. Dann haben wir hier ein doppelseitiges Foto. Und Milo sagt, es war Music, Laughter and Friendship. Also Musik, Gelächter und Freundschaft. Dann haben wir den Herrn Oerding. Was sagt er hier? Emotionen, Überraschungen und Erinnerungen. Und Jennifer Haben sagt, es war die schönste Musik-TV-Produktion Deutschlands. Gut, hier zum Abschluss haben wir dann noch alle Infos zu den einzelnen Tracks. Also, wer hat das Ganze gesungen, von wem stammt das ursprünglich, wer hat das produziert und, und. Das Ganze natürlich dann auch noch für CD2, also wirklich alle 43 Tracks im Detail beschrieben und hier noch Credits. Gut, zum Schluss ist die Couch leer. Auch hier die leere Couch zu sehen. Dann schauen wir uns mal die CDs an. Wir haben hier einmal CD Nummer 1. So sieht die aus. Also hier dieses Sandstrandbild mit dem Meer. So sieht das aus. Auch hier im Hintergrund zu sehen. Dann haben wir CD Nummer 2. Die sieht so aus. Jawohl. So, 43 Tracks. Wie gesagt, im Digipack. Dann haben wir 7 Postkarten an der Zahl. Und ich gehe mal stark davon aus, ja, auf jeder dieser 7 Postkarten ist einer der Interpreten zu sehen. Manche hier mit Mikrofon. Andere hier ohne. Okay. Also alle 7 hier im Hochformat abgebildet. Und auf der Rückseite haben wir dann hier auch wirklich die entsprechenden Adresszeilen und hier das Textfeld. Auch oben hier diesen Platzhalter für die Briefmarke. Bedeutet, die kann man hier durchaus dann auch regulär als Postkarten versenden. Ne? 7 Stück sind das. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Ich nehme mal an, jawohl, wir haben hier auch wieder die Couch und dieses Foto, was wir schon aus dem Booklet kennen, wo alle hier hochspringen. Das Ganze im Hochformat hier nochmals als Poster mit dabei. Und hier unten lesen wir dann auch wieder Sing meinen Song, das Tauschkonzert. Und das Poster ist, wie wir sehen, einseitig bedruckt, Rückseite blank weiß. Okay. Da kann man sich seine 7 Freunde, seine 7 Musiker und Musikerinnen hier an die Wand hängen. Dann ist noch mit dabei diese DVD, die kommt in einer Papphülle. Hier haben wir dann wohl alle aus der Sendung, beziehungsweise... Okay, also wenn ich jetzt richtig, wenn ich das Ganze richtig deute, hier sind 8 aufgelistet. So, sieht das aus. FSK 0 lesen wir hier wieder. Das Ganze kommt in einer Papphülle. Okay. Dann haben wir dieses Fanbuch. Ich
Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was sich in diesem Buch befindet. Wir schauen einfach mal rein. Singen wir den Song Das Tauschprinzip. Okay, also hier wird einfach nochmal kurz erklärt, wie diese Sendung funktioniert oder was so die Intention dahinter ist. Und dann haben wir hier noch persönliche Fragen von den einzelnen Künstlern, jede Menge Fotos hinter den Kulissen, so hat das ausgesehen. Okay, also sehr schön gestaltet. Hier kann man dann noch Sachen erfahren, so Hintergrundinfos zu den einzelnen Interpreten, die hier mitgewirkt haben. Sehr schön. So, nochmal ganz kurz, was werden hier für Fragen gestellt? Beschreibe Sing meinen Song in drei Worten. Mein schönster Sing meinen Song-Moment war, die größte musikalische Herausforderung war für mich, wenn die anderen Künstler meine Songs gesungen haben, und wenn ich kein Künstler wäre, dann würde ich jetzt, und mein aktueller Lieblingssong ist. Alles klar. Also, alles Fragen so rund um diese Show. Dann haben wir noch einen Steckbrief der Künstler und natürlich hier noch Werbung für ihr aktuelles Album. So sieht das aus. Jawohl. Also, sehr umfangreich gestaltet, dieses Fanbuch. Jetzt würde mich interessieren, was am Ende noch ist. Okay, am Ende ist noch alles mit Fotos gefüllt. Dann haben wir noch hier Infos, die Band, die Tauschsongs, okay. Und weitere Fotos. Alles klar. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch hier ein kleines Schächtelchen, so einen weißen Karton. So sieht er aus. Auch hier wieder mit Sing meinen Song, das Tauschkonzert gebrandet. Und hier haben wir einen Speaker, also einen Bluetooth-Speaker, so eine Mini-Box. Das Ganze ist in Silber gestaltet, oben hier in Schwarz und Weiß. Dann haben wir hier die diversen Anschlüsse. Hier kann man sogar eine SD-Karte einstecken. Dann haben wir einen AUX-Anschluss, also einen klassischen Klinkenstecker. Und dann haben wir natürlich noch einen USB-Anschluss, um das Ganze hier anzustecken und wahrscheinlich auch aufzuladen. Jawohl. Und hier unten haben wir dann die Funktionen. Was haben wir hier? Okay, also scheinbar kann man dann auch mit dem telefonieren. Hier kann man irgendwie umschalten zwischen Telefon und Musikwiedergabe. Plus minus wird wohl für die Lautstärke sein. Und ganz rechts kann man das Ganze dann noch ein- und wieder ausschalten. Macht auf jeden Fall einen sehr hochwertigen Eindruck, gefällt mir von der farblichen Gestaltung ganz gut, hier in Silber. Und vor allem das finde ich echt stark, dass der hier so viele verschiedene Möglichkeiten anbietet. Also AUX-Anschluss und USB, okay, das kennt man. Aber dass man hier wirklich auch eine SD-Karte einstecken kann, das ist außergewöhnlich. Gut, und die zwei Kabel hier gibt es natürlich dann auch noch dazu hier, USB und AUX. Jawohl, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieser Bluetooth bzw. dieser Speaker. Dann haben wir das Fanbuch Hardcover, die zugehörige DVD in der Papphülle. Dann das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Die 7 Postkarten, allesamt im Hochformat, sowie natürlich das Doppelalbum Sing meinen Song, das Tauschkonzert mit insgesamt 43 Songs drauf. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Sing meinen Song, das Tauschkonzert Volume 6. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sing meinen Song unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.